Freundschaftsspiel unter Freunden. Joe Enox begrüßte Markus Anfang zum Formcheck gut 1,5 Wochen vor dem Drittligastart. In den ersten 20 Minuten ist das Match ausgeglichen. Dann lädt Zwickaus von Schrötter Dynamos Conte ein. Der Angreifer lässt sich dieses Geschenk nicht nehmen. 1-0 SGD. Und fortan geht es nur noch in eine Richtung. Dynamo überzeugt offensiv mit Dynamik, Tempo und Zielstrebigkeit. Hauptmann bleibt zunächst noch hängen. Aber Borkowski verwertet den zweiten Ball. 2-0 Dresden, nur 3 Minuten nach der Führung. Die Dynamo-Wucht im Angriff überfordert den FSV. Der auffällige Conte ist nicht zu bremsen. Das 3-0 nach 27 Minuten. Innerhalb von 6 Minuten schlägt Dresden 3-mal zu. Das kann Zwickau-Coach Enox gar nicht schmecken. Im zweiten Abschnitt lässt es Dynamo dann etwas ruhiger angehen. Das eröffnet Zwickau die ein oder andere Gelegenheit. Die beste Chance hat Außenverteidiger Butzen kurz nach Wiederbeginn. Sein Abschluss knapp vorbei. Nach einer Stunde wechselt Dynamo komplett durch und in den Schlussminuten darf Torjäger Kutschke um ein Haar nochmal Selbstvertrauen tanken. Der Pfosten und Brinkis lassen das 4. Tor aber nicht zu. Letztlich bleibt es beim 3-0. Wir haben den Fokus halt darauf gelegt, auch heute vermehrt, dass wir gut aus dem Mittelfeldpressing agieren, dass wir immer wieder Umschaltmöglichkeiten haben. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Wie wir in der zweiten Halbzeit halt rausgekommen sind und nicht uns abschießen lassen haben, war es halt positiv, gar keine Frage. Aber wir können besser und wir müssen besser, wenn wir halt die Liga halten wollen. Dynamo scheint gewappnet für den Ligastart. Zwickau hat noch reichlich Arbeit vor der Brust.